Hier in Hachmühlen, da steht in einer Seitenstraße ein Auto vom Landkreis Hameln-Pyrmont. Und zwei Mitarbeiter werden hier heute die Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Autos messen. Und ich ziehe die Linie nach und dann mache ich den Sensor an und dann fahren wir die Anlage hoch. Es wird also geblitzt. Zumindest dann, wenn jemand zu schnell unterwegs sein sollte. Wir dürfen an diesem Tag exklusiv mit der Kamera beim Aufbau und Inbetriebnahme der Anlage dabei sein. Es läuft alles über WLAN und Funk. Wir haben hier keine Kabel, kein gar nichts. Es läuft alles über WLAN und Funk. Das verstecken Sie jetzt nicht großartig. Nein. Das heißt immer Radarfalle. Wer aufmerksam durch die Gegend fährt, der sieht die Dinger. Ja, okay. Am Straßenrand werden in beiden Fahrtrichtungen die Kameras mit dem Blitz aufgestellt. Diese dürfen nicht versteckt werden, sondern müssen offen und sichtbar platziert sein. Genau, das ist hier die Kamera mit einer Rotlichtscheibe davor und entsprechend der Blitz dazu, auch ein Rotlichtblitz, der blendet nicht. Ja. Ja, und dadurch, dass ich hier eine rote Scheibe vorhabe, wird das Rot wieder rausgefiltert. Parallel zur Straße wird das Gerät mit den Sensoren aufgebaut, die für die Messung zuständig sind. Das sind 50 cm und in diesen 50 cm misst er zweimal. Einmal von der Station zu der Station und einmal nochmal von der Station zu der letzten Station. Und wenn da irgendwelche Unreimheiten sind, das heißt, da fliegt ein Blatt zwischen, da fliegt eine Fliege zwischen, ein Regentropfen, wie auch immer, dann wird das annulliert. Oder zwei Autos schneiden sich gegenseitig. Ja. Dann wird das annulliert und es wird kein Bild produziert. Hier folgen die Messbeamten genauen Vorgaben. Es werden zum Beispiel auf der Straße Markierungen gesetzt. Und sogar die Fahrbahnneigung muss ermittelt werden. All das sei nötig, damit das Messgerät auch zuverlässig funktioniert. Jetzt haben wir hier noch, das nennt sich Neigungswasserwaage. Ja. Davon übernehmen wir jetzt die Neigung von der Straße, wird jetzt auf den Sensorkopf übertragen. Jetzt wird gleich ein erster Test durchgeführt. Aber bevor das erste Testfoto geschossen werden kann, muss die gesamte Anlage über Funk vom Laptop aus in einer speziellen Software vorab konfiguriert werden. Hier darf 50 gefahren werden. Der Grenzwert bei uns wird auf 59 gemacht. So, dann gehen wir jetzt in die Kamera 1. Kamera 1, ja. Jetzt stellen wir alles hier ein. Belichtungszeit, Blitz und so weiter. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja. Das ist auf normal. Dann auf hell. Und jetzt sehen Sie gleich. Ich muss noch ein bisschen schwenken, die Kamera. Können Sie die jetzt fernsteuern? Ja, ich kann die jetzt schwenken. Ich mache die jetzt weiter nach rechts. Es geht nur bestimmte Male, aber es geht. Und in die Richtung, genau. Das lassen. Jetzt haben wir noch die Richtung bestimmt. Ja, das ist jetzt Messrichtung 1, also stadteinwärts. Ja. Und jetzt kommt die zweite Kamera. Da macht man jetzt genau dasselbe. Und jetzt kommt das erste Auto, hat er gemessen. Und es dauert keine 5 Minuten, da blitzt es und die Geschwindigkeitsanzeige wird rot. Ab 59 km/h löst der Blitz samt Kamera aus und speichert das Foto mit den Daten auf dem Laptop. Es wird nicht der einzige PKW sein, der an diesem Nachmittag fotografiert wird. Der Blitzer steht innerorts. Hier sind 50 km/h zulässig. Das Blitzgerät löst bei 59 aus. Alle Bilder werden am Ende auf einem USB-Stick übertragen. Später im Büro werten die Messbeamten am PC die Dateien aus. Danach werden die Schreiben an die Empfänger vorbereitet. Mit rund 30 Euro Bußgeld oder mehr müssen dann insgesamt 56 FahrzeughalterInnen rechnen. An diesem Nachmittag sind über 2500 Autos an den Blitzern vorbeigefahren und somit die allermeisten in einem zulässigen Tempo.